Die fünf Salzburger Tischlereien, Schwab aus Schlehdorf, Amtmann aus Werfen, Wallinger aus St. Kulloman, Holzinform aus Fuschl und die Wohnwerkstatt aus der Stadt Salzburg haben sich zusammengetan, um gemeinsam die Salzburger Tischlerküche in regionaler Wertschöpfung zu fertigen. Das gemeinsame Produkt und jeder einzelne Betrieb wurde mit dem Umweltzeichen für Tischlereien zertifiziert. Grundsätzlich haben einige Betriebe ja schon Photovoltaik, Wärmedämmung und Energiesparmaßnahmen getroffen gehabt. Es ist einfach im Zuge der Zertifizierung dann geschaut worden, wie kann man das weiter vertiefen. Die Salzburger Tischlerküche wird nach einem gemeinsam erarbeiteten Handwerkerkodex gefertigt. Umweltzeichenprodukte müssen bessere Werte haben, als in den Normen festgelegt ist, etwa bei den verwendeten flüssigen Oberflächenmitteln oder auch was die Staub- und Formaldehydemissionen betrifft. Das Besondere bei dem Projekt ist, dass alle fünf Tischler die gleiche Konstruktion haben und regionale Werkstoffe einsetzen. Speziell sind die Hölzer, regionale Hölzer, Eiche und auch die Plattenwerkstoffe, was aus der Region stammen, ebenso die Steinteile und die Öle, was verwendet werden. Diese Vorgangsweise unterstreicht die große Verbundenheit der fünf Betriebe in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Hinsicht mit der Region. Und der Kunde erhält obendrein ein von Meisterhand gefertigtes Unikat.